Herr Hachmann, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Nehmen Sie bitte hier Platz. Ich möchte Sie zunächst mal belehren. Als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Erwin Hachmann, sind 59 Jahre alt. Sie wohnen in Duisburg, sind geschieden, Versicherungskaufmann. Sie sind nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Richtig. Aber Sie sind der Lebensgefährte der Mutter des Angeklagten. Das ja, so ist es. Das ist richtig. Wie lange kennen Sie dann den Angeklagten Michael Garbert schon? Ja, nun, also ich bin aufgrund einer neuen Arbeit vor 2 Jahren von Hamburg nach Duisburg verzogen. Und die Angela, also die Frau Garbert, die ist schon langjährig Kundin bei unserer Versicherungsgesellschaft. Und irgendwo oder irgendwann sind wir mal über eine Hausratversicherung ins Gespräch gekommen. Das war vor einem Dreivierteljahr. Und ein Vierteljahr später habe ich dann den Michael kennengelernt. Und wie verstehen Sie sich so mit ihm? Also normalerweise ist der Michael ein netter Kerl. Nur das Verhältnis zu seiner Mutter, das ist also äußerst ungesund. Inwiefern? Also ich finde, das ist übertrieben eng. Der Michael, der klammert sich an dem Rockzipfel seiner Mutter. Er ist total fixiert auf sie. Der wohnt mit seinen 34 Jahren, das müssen Sie sich mal vorstellen, immer noch in der Dachgeschosswohnung seiner Mutter. Und er lässt sich auch noch die Socken von ihr zusammenlegen. Also, aber Erwin, nun sei doch nicht so streng zu Michael. Mein Gott, du musst doch wissen, der Junge hat seinen Vater früh verloren. Und meinst du, das wäre mal so ganz einfach, das zu verkraften? Da hängt er bis heute noch hinterher. Angela, das sind nunmehr 25 Jahre her. Ich denke doch, dass der Michael jetzt irgendwann mal darüber hinweg sein sollte. Ja, das stimmt. Aber du weißt doch, wie sensibel der Junge ist. Ach, die Mutter des Angeklagten, offensichtlich. Ja, das stimmt. Ja. Ist klar, das ist keine leichte Situation für Sie. Ja. Der Sohn sitzt auf der Anklagebank, der Freund, Ihr Freund, sagt über ihn vielleicht was Negatives. Halten Sie sich bitte trotzdem zurück. Ja. Ja, aber die tun ihm doch alle Unrecht. Ich bin seine Mutter und ich habe das Recht, ihn so zu verteidigen ja, aber und Sie ihn haben Schutz nicht zu das, nehmen. Naja, aber nicht von hinten. Ja. Ach man, den Akten hier entnehme ich, dass sich der Angeklagte nicht selbst für diese Singlereise angemeldet hat, sondern seine Mutter hat das für ihn erledigt. Auch das finde ich jetzt von 34-Jährigen reichlich ungewöhnlich. Ja, das ist richtig. Obwohl ich zugeben muss, dass ich an dieser Situation nicht ganz unschuldig bin. Vielleicht habe ich auch die Angela zu sehr bedrängt. Aber ich wollte einfach nur erreichen, dass sich der Michael ein wenig von seiner Mutter abkapselt. Das ist ja nicht normal. Ach man, wie hat eigentlich der Angeklagte auf Sie reagiert, als Sie mit seiner Mutter zusammengekommen sind? Also nach unseren Ermittlungen war es ja wohl so, dass Sie der erste Mann nach dem Tod des Vaters des Angeklagten für seine Mutter war. Also das war nicht gerade einfach. Das war kurios. Also ich habe mich wieder gefühlt wie ein Teenager. Und der Michael, der hat sich aufgeführt wie ein Vater, der über seine pubertierende Tochter wachen muss. Also wahnsinnig. Also was hat er genau zu Ihnen gesagt? Folgende Worte. Du bist doch eh nur mit meiner Mutter ins Bett. Lass gefälligst die Hände von ihr. Und wenn nicht, dann weiß ich es zu verhindern. Der hat mich also praktisch verfolgt. Der hat praktisch mich ausspioniert. Nur um irgendetwas zu finden, was mich belasten könnte, was Negatives. Aber Erwin, du musst das verstehen. Der Junge war mit mir die ganzen Jahre alleine zusammen. Und es ist nun mal eine ungewohnte Situation für ihn. Und er konnte sich nicht so schnell daran gewöhnen, dass du jetzt bei mir bist. Ich meine, ich bin ja auch froh darum, aber wir müssen den Jungen auch verstehen. Ich bitte dich. Ich verstehe dich sehr gut. Zu Anfang, da haben wir ihn ja auch des Öfteren mitgenommen. Und das war, wenn wir dann unterwegs waren, auch manchmal sehr lustig und sehr unterhaltsam. Nur man muss ja auch verstehen, dass ich dann mit meiner Freundin mal alleine bleiben wollte. Ohne ewig den Michael im Schlepptau. Aber dann ist er sowas von aggressiv geworden, sowas von eifersüchtig. Sie können sich das nicht vorstellen. So eine Situation, die könnten Sie mal bitte mal genau schildern. Ja, da war einmal eine Situation, da hat die Angela für uns ein romantisches Candlelight-Dinner veranstaltet und vorbereitet. Zu zweit wohlgemerkt. Mal stand der Michael in der Tür, hat sich völlig aufgeregt, total aufgeregt, dass da nur 2 Gedecke auf dem Tisch gestanden haben. Und als die Angela ihm dann noch verklickert hat, dass wir zusammen alleine essen wollen, ja, da war es vorbei. Da ist er völlig ausgerastet. Ausgerastet? Inwiefern? Was hat er gemacht? Er hat also mit einem Handstreich das ganze Geschirr vom Tisch geräumt, hat laut geplärrt, dass er nun wohl das dritte Rad am Wagen wäre, total überflüssig. Ja, und dann ist er, so wütend wie er war, auf und davon. Also die Aussage von Herrn Hachmann zeigt doch eindeutig, Angeklagte ein besitzergreifender
und sehr eifersüchtiger Mensch ist. Und dass er seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und diese Eifersucht und dieser Wunsch, jemand anderen zu besitzen, ganz schnell in unkontrollierte Aggressionen umschlagen kann. Also Herr Staatsanwalt, das schlägt jetzt wirklich alles ein bisschen um. Das wird hier nämlich alles ein bisschen überbewertet. Nur weil mein Mandant anfänglich mit der neuen Lebenssituation seiner Mutter nicht gleich klarkam, heißt es doch noch lange nicht, dass er einen Weiberhelden, der da irgendwie alkoholisiert reden schwingt, gleich ermordet in dem Sinne. Herr Verteidiger, ich glaube, Sie erkennen nicht, dass sich die Verhaltensmuster Ihres Mandanten in allen möglichen Lebenssituationen immer widerspiegeln. Und außerdem ging es hier nicht um irgendeinen Flirt, sondern ich glaube, dass sich eher beim Angeklagten um die erste Liebe auf diesem Boot gehandelt hat. Hat denn noch jemand Fragen an den Zeugen hier? Nein, keiner. Ach man, dann dürfen Sie hinten Platz nehmen, der Zeuge. Jo, Steinbauer, bitteschön. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Herr Steinbauer, guten Tag. Kommen Sie mal bitte nach vorne, nehmen Sie einfach hier Platz. Zuallererst muss ich Sie mal belehren. Als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Okay. Sie heißen Josef Steinbauer, 30 Jahre alt. Sie wohnen in München, Sie sind ledig, Sie sind Maler und Lackierer. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie haben gemeinsam mit Tim Riedl diese Reise auf der Deutsche Vita gebucht. Ja, ist richtig. Also wir machen öfters so Single-Reisen. Aber dabei sind Sie beide doch jeweils liiert, oder? Sehen Sie gleich. Also Sie meinen, die Babsi war's. Ich meine, die Babsi war es, ja, davon bin ich sogar überzeugt. Ich bin jetzt nicht gerade die Schlankste, ja, das sieht man ja. Aber weil die einen Männer, die schauen mich halt gar nicht an und die anderen, die verarschen mich einfach nur. Wie bitte? Ich soll den Saal verlassen? Dann lesen Sie der mal bitte die Leviten. Die treibt doch hier ein ganz böses Spiel. Ja, das stimmt schon. Also unseren Freunden sagen wir nicht ganz die Wahrheit. Wir sagen, wir werden campen oder so. Ihr seid echt so widerlich. Richtig, muss man es nicht unbedingt finden, oder? Aber gut, ist ihre Sache. Also ich bin meiner Freundin eigentlich immer in der Regel immer treu. Nur der Tim, der lässt schon richtig krachen. Das ist so ein notorischer Fremdgeher, würde ich sagen. Der hat es in den Genen. Der ist auf der Jagd. Und deshalb hat er sich vorgenommen, da auf diesem Boot während der Reise alle Frauen umzukriegen, oder wie? Ja, also es hat auch ganz gut geklappt. Die Lisa war noch auf seiner Liste und die hätte auch noch geknackt, wäre da nicht der Tauchgang dazwischen gekommen. Boah, ihr beide seid sowas von bescheuert. Und Tim, der leidet sowieso nur an maßloser Selbstüberschätzung. So viel ist mal klar. Kommen wir mal zu diesem letzten Abend. Ja. Sie nennen das so beschönigend Tauchgang. Im Grunde war es eine schwer lebensgefährliche Geschichte. Also da gab es zunächst allerdings eine Abschiedsfeier. Ja, und die war, glaube ich, im Bug des Bootes von. Jetzt hat der Tim Riedl schon ausgesagt, dass sie beide dann so um 2.30 Uhr nach hinten ans Heck des Bootes gegangen sind. Ja, ist richtig. Also wir haben Bilanz gezogen von der Reise. Haben Sie irgendwas bemerkt, dass Sie dabei vielleicht belauscht worden sind? Da war jemand, ja. Und dieser jemand war auch ziemlich ungeschickt und hat einen Kanister umgeworfen, also war schwer zu überwinden. Haben Sie diesen jemand erkannt? Nee, war viel zu dunkel. Sie sind dann wieder, so habe ich zumindest von ihm vorher gehört, an die Bar gegangen, um neue Getränke zu holen, stimmt das? Genau, genau. Also ich bin nochmal zurück zur Bar, habe Nachschub geholt und auf dem Weg dorthin hat mich die nervige Babsi abgefangen. Die war wohl auf der Suche nach dem Tim und hat mir endlich das Ohr abgekaut. Mhm. Von wegen, ich will den letzten Abend unbedingt mit Tim verbringen und so. Und ja. Was haben Sie denn dazu gesagt? Ich habe ihr die Augen geöffnet.
Also hab ihr gesagt, sie soll sich den Tim endgültig aus dem Kopf schlagen. Er will nichts von ihr, er ist bestimmt schon an der nächsten dran und sie soll die Sache vergessen. Und dieses Gespräch, wie lange hat das ungefähr gedauert? Keine Ahnung, ich habe ihr in ein paar Sätzen klipp und klar erklärt, was Sache ist. Das ist ja in ein paar Sätzen eine knallharte Abfuhr eigentlich, ne? Ja, also ich bin eigentlich schon geübt in der Sache. Super. Hatte schon öfters diese Aufgabe, eben damit mit der Realität zu konfrontieren. Und wieso machen Sie das? Einer muss dem Tim doch die Weiber vom Leib halten. Wie hat denn die Frau Vollmer überhaupt mit dieser von Ihnen so heldenhaft geäußerten Realität, wie hat sie darauf reagiert? Die hat natürlich sofort angefangen zu flennen, Rotz und Wasser hat sie geheult. Tja, und damit hat Frau Vollmer für mich ein Tatmotiv. Ne? Sie musste nämlich erfahren, dass Tim Riedel mit ihr nur eine neue Trophäe gesammelt hat. Und als Sie ihr das dann auch noch so deutlich gesagt haben, nicht? Da war sie zudem ja, wie Frau Brunner bestätigt, alkoholisiert, war aufgebracht. Dann ist sie, wie Frau Brunner auch bestätigt hat, direkt zum Heck gelaufen. Und da hat sie dann den Riedel gesehen und hat ihn, für mein Dafürhalten, ins Wasser gestoßen. Und die Kraft dazu hätte sie gehabt. Also Sie meinen, die Babsi war's? Ich meine, die Babsi war's. Ja, davon bin ich sogar überzeugt. Also ich weiß nicht, die war natürlich stinksauer und alles, aber das traue ich ihr nicht zu. Also da glaube ich eher, dass es der Michael hier war. Sind Sie nach dem Gespräch mit dieser Babsi sofort wieder ans Heck des Boots gegangen? Ja, also ich musste ja noch die Getränke holen. Dann habe ich mich an der Bar noch kurz verquatscht. 20 Minuten später, also war ich wieder am Heck, sage ich mal. Als Sie wieder ins Heck zurückgegangen sind, haben Sie noch irgendwas sehen können oder irgendjemanden dort? Nee, da war kein Mensch mehr, also da war tote Hose. Und haben Sie sich dann nicht gefragt, wo Ihr Freund inzwischen ist? Also ich habe mir eigentlich gedacht, er ist längst mit Lisa auf Kabine und die haben Spaß. Wann haben Sie denn dann überhaupt gemerkt, dass Ihr Freund Tim überhaupt nicht mehr an Bord ist? Ja, nachdem wir getrennte Kabinen hatten und der Vorabend ziemlich heftig war, also Sie wissen schon, bin ich erst aufgewacht, als wir angelegt haben und habe dann gemerkt, dass der Tim fehlt. Und habe davor eben nichts mitgekriegt. Haben Sie auch noch mitbekommen, wie der Angeklagte darauf reagiert hat, als man dann festgestellt hat, dass der Tim Riedel fehlt? Also ich habe mir Sorgen um meinen Freund gemacht und habe dann nicht auf den Angeklagten oder irgendeinen anderen geachtet. Noch irgendjemand fragen? Dann herzlichen Dank. Dann bleiben Sie unvereidigt. Barbara Vollmer, bitte schön. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Dankeschön. Frau Vollmer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, ich weiß. Sie heißen Barbara Vollmer, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Unterhaching. Sie sind ledig, Kindergärtnerin von Beruf, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Rein vorsorglich belehre ich Sie mal, dass Sie auf alle Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie Gefahr laufen würden, sich selbst strafbar gemacht zu haben. Ja, ich weiß. 55 StPO. Sie wissen, worum es geht heute. Es geht darum zu klären, ob der Angeklagte den Tim Riedel von der Reling der Deutsche Vita ins Meer gestoßen hat. Das war eine Singlereise, an der haben Sie auch teilgenommen. Ja, das stimmt. Aber die 1500 Euro, die hätte ich mir eigentlich sparen können. Weil es war keine Singlereise, das war eher ein Swingerclub. Gut, fürs nächste Mal wissen Sie es. Heute, mir geht es eigentlich um den letzten Abend bzw. die letzte Nacht. Bei der Polizei haben Sie schon ausgesagt, dass Sie da was beobachtet haben. Können Sie uns das noch mal schildern, bitte schön? Ja, ich war auf dem Weg in die Kabine und dann habe ich den Michael am Heck gesehen. Wie spät war es da? Circa 20 vor 3. Und was hat er gemacht dann? Der ist ganz nervös am Heck hin und her gelaufen, hat dann über die Reling geschaut. Haben Sie ihn nicht gefragt, was er da macht? Nee, ich war mit mir total beschäftigt. Außerdem hat es mir gereicht an diesem Abend. Und der Michael ist sowieso komisch. Also da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt natürlich im Nachhinein ist mir klar, was der da gemacht hat. Der hat nur geschaut, ob der Tim auch wirklich im Wasser gelandet ist. Das stimmt doch gar nicht. Das haben Sie gerade gesagt, Sie waren mit sich selbst so beschäftigt? Ja. Ist da irgendwas vorgefallen? Ja, ich war halt einfach von dieser Reise enttäuscht. Ich habe mir halt einfach vorgestellt, dass ich da jemanden auch treffen kann, der sich eine ernsthafte Beziehung vorstellt. Ja. Aber es war natürlich, ich bin wieder nur total verarscht worden. Von wem? Von Tim Riedel. Ich habe eigentlich gedacht, dass er auch für mich Gefühle hat. Aber ich war halt nur in einer seiner blöden One-Night-Stands. Und dann kommt da noch so ein bescheuerter Kumpel und muss mir unbedingt reindrücken, dass ich bei ihm keine Chance habe. Tja, der kommt auch von ganz alleine. Ja, den hast du wahrscheinlich schon so auftrainiert, dass er das von alleine macht, genau. Naja, auf jeden Fall hatte ich ja mit dem Jupp an dem Abend gesprochen und dann hat es mir so gereicht. Also unterm Strich, Frau Vollmer, Tim Riedel hat Sie verletzt.
Ja, natürlich hat er mich verletzt. Wie lief's denn vorher so? Vor der Reise? Bisher in Ihrem Liebesleben? Ja, das geht Sie ja wohl gar nichts an. Da es hier heute sehr viel um Beziehung, Liebe und vor allen Dingen Eifersucht geht, geht mich das in diesem Fall, glaube ich, schon was an. Also beantworten Sie mal bitte meine Frage. Naja, also ich meine, ich bin jetzt nicht gerade die Schlankste, ja, das sieht man ja. Aber weil die einen Männer, die schauen mich halt gar nicht an und die anderen, die verarschen mich einfach nur. Mhm. Und Ihr Ex-Freund, den Sie vorher hatten, was war mit dem? Wollten Sie den nicht heiraten? Ja, doch, ja, aber muss ich das denn beantworten? Ich denke schon, Herr Vorsitzender, dass das relativ wichtig ist, weil es hier nämlich um Beziehung und Eifersucht geht. Gut, Herr Verteidiger, wenn Sie klar machen, worauf Sie hinaus wollen. Ich komme da gleich zu. Frau Vollmer, ist es richtig, dass Ihr Freund, Ihr Ex-Freund, sich von Ihnen getrennt hat und Sie im Endeffekt nicht geheiratet hat? Ja. Gut, warum hat er Sie nicht geheiratet? Weil Sie nämlich herausgefunden haben, dass er in Wirklichkeit ein Doppelleben führt, ne? Und dass er vor allen Dingen schon verheiratet war. Tja, das war sicherlich eine schmerzhafte Erfahrung für Sie, ne? Frau Vollmer, ich kann Ihnen das nicht ersparen. Wie lange ist das her? 2 Jahre. 2 Jahre. Und war der Tim Riedl dann der erste Mann, auf den Sie sich wieder eingelassen haben? Ja, aber... Und da mussten Sie schon wieder erfahren, dass es wieder einer mit Ihnen nicht ernst meint und Sie konnten es einfach nicht ertragen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Unterm Strich, Frau Vollmer, das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Ich bin der Meinung, mein Mandant ist unschuldig und Sie waren eifersüchtig und Sie sind die wahre Täterin. Ich? Richtig, Sie, Frau Vollmer, Sie haben doch nach den ganzen Enttäuschungen einen riesen Hass auf die Männerwelt. Und dann haben Sie festgestellt, dass der Herr Riedl mit seiner Trophäensammlerei Ihre Negativserie und Ihr Pech eigentlich nur noch fortgeführt hat. Und mit Ihrer ganzen Wut im Bauch sind Sie dann am Heck angelandet. Sie haben ihn gesehen und Sie haben ihn ins Wasser gestoßen. Ich war's nicht. Der Michael, der war's. Sie belasten diesen unschuldigen jungen Mann hier nur, weil Sie von sich ablenken wollen. Ich war's wirklich nicht. Also das ist doch wohl das Allerletzte, dass Sie meinen Sohn belasten wollen. Ich weiß überhaupt nicht, wie Sie dazu kommen. Der hat das doch gar nicht getan. Ich werde das zu verhindern wissen als Mutter. Mein Sohn ist unschuldig. Frau Gabert, jetzt hören Sie mal auf da hinten. Jetzt halten Sie sich wirklich hier zurück, ja? Sonst müssen Sie den Sitzungssaal wirklich verlassen, wenn Ihnen das zu viel wird. Wie bitte? Ich soll den Saal verlassen? Dann lesen Sie der mal bitte die Leviten. Die treibt doch hier ein ganz böses Spiel. Jetzt. Und mein Sohn ist das Opfer. Das möchte ich Ihnen mal ganz klar Mama sagen. Mama Gabert, bitte, Sie helfen Ihrem Sohn damit nicht. Mama, hör einfach auf. Die Babsi hat doch nichts getan. Woher wollen Sie das wissen, Herr Gabert? Ich weiß es einfach. Und woher? Kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß es. Herr Gabert, Herr Gabert, es war doch ein Geständnis, oder? Also ist doch ganz klar, wenn es die Frau Vollmer nicht war, dann könnte es nur Sie gewesen sein. Niemand anders kommt überhaupt nicht in Frage. Herr Gabert, gibt es da vielleicht irgendetwas, was Sie uns sagen wollen, was Sie Ihrem Gewissen Luft machen wollen? Und Herr Gabert, ich sage Ihnen eines, wenn Sie jetzt ein Geständnis abgeben, das wirkt sich bei der Strafzumessung positiv für Sie aus. Und ich sage Ihnen noch was. Überlegen Sie sich jetzt, wie Sie sich weiter verhalten. Es ist auch lebenslänglich drin für Sie. Ja, also ich... Micha? Micha? Hast du den Mann vom Bord gestoßen? Hast du das getan? Ja. Oh Gott, nein. Ich hab's gewusst. Der Psycho war's. Michael, warum hast du das getan? Ich habe dieses Gespräch zufällig mitbekommen, wie der Tim über die Lisa gesprochen hat. So als wäre sie irgendeine billige, dahergelaufene Hure. Und dabei ist die Lisa so eine wundervolle, einmalige Frau. Ich meine, die hat auch wirklich was Besseres verdient. Du wolltest mich schützen? Ja, ich habe halt Angst gehabt, dass du verletzt wirst. Ich meine, der hätte dich doch fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, nachdem er mit dir im Bett gewesen wäre. Aber Michael, ich wäre doch niemals mit Tim ins Bett gegangen. Niemals. Ich habe mich doch auch in dich verliebt.
Klingt nach sehr edlem Motiv. Waren Sie vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig? Hm? Ja. Und was haben Sie sich gedacht, was aus dem Tim Riedel wird, wenn Sie ihn ins Wasser stoßen? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Was Auf jeden Fall wollte ich ihn nicht umbringen. Ja, sondern? Ich wollte ihn in dem Moment einfach loshaben. Es hat mir auch sofort danach wieder leid getan, aber da konnte ich doch nichts mehr machen. Die ganze Nacht auch kein Auge zugetan. Und als ich morgens gehört habe, dass er lebt, war ich ja auch wirklich froh. Naja, ich denke, es gibt keine Fragen mehr an die Zeugin, oder, Frau Vollmer? Sie entschuldigen, dass er sie so, oder dass der Herr Verteidiger sie so in die Mangel genommen hat, aber im Dienst der Sache ist sowas leider manchmal nicht zu vermeiden, ja. Nehmen Sie bitte hin Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dankeschön. Wir haben noch einen Bundeszentralregisterauszug, der kommt zur Verlesung. Keine Eintragung, also bisher nicht vorbestraft. Noch Anträge, noch Erklärungen. Keine, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Ihr Plädoyer bitte, Herr Staatsanwalt. Hohes Schwurgerichter, Verteidiger, aufgrund des letztendlichen Geständnisses des Angeklagten steht fest, dass er sich im Sinne der Anklage vollumfassend schuldig gemacht hat. Der Angeklagte hat versucht, sein Opfer, Herr Riedel, zu töten. Zu töten aus Eifersucht, zu töten aus Wut, zu töten, weil er sich verletzt gefühlt hat, weil seine Angebetete nach seiner Auffassung von Herrn Riedel beleidigt wurde, so kann man es sagen. Und er hat den Herrn Riedel versucht, heimtückisch zu töten, weil er es ausgenützt hat, dass Herr Riedel auf der Reling saß und sich überhaupt nicht irgendeines Angriffs versehen musste. Wie ist der Angeklagte zu bestrafen? Grundsätzlich steht auf Mord lebenslänglich. Das weiß jeder im Lande. Aber ich meine, dass hier die Strafe für den Angeklagten nach Versuchsgrundsätzen gemildert werden kann, weil das Opfer Gott sei Dank überlebt hat. Im Hinblick auf das Geständnis des Angeklagten und im Hinblick auf das provokative Verhalten, Herr Riedel, das muss ich Ihnen leider sagen, meine ich, dass eine Freiheitsstrafe in zeitiger Form, nämlich von 12 Jahren, Tat und Schuld angemessen ist. Ich beantrage daher den Angeklagten wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren zu verurteilen, Haftvordauer anzuordnen und die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Ja, vielen Dank, Hohes Gericht. Herr Staatsanwalt, ich möchte ein paar Nuancen der Schärfe aus Ihren Worten nehmen. Vergessen wir doch bitte nicht, dass mein Mandant der Einzige war, die Herren jetzt mal vorweggeschoben auf dem Boot, der sich wirklich ritterlich auch verhalten hat und Frau Brunner beschützt hat. Er hat das vielleicht aus einer gewissen Naivität getan, aber das möchte ich fast schon wieder zurückziehen, denn damit würde ich ihn fast beleidigen. Der Mann ist schlichtweg einfach harmlos. Und genau das bezieht sich dann zurück auf seinen Vorsatz. Er wollte diesen Mann sicherlich nicht töten und also, er wollte ihn nicht ermorden und er wollte ihn auch nicht der Gefahr aussetzen, die im Endeffekt dann für ihn sich wirklich verwirklicht hat. Bei so einer Statur, bei so einem Helden, wie der sich auf dem Boot geriert hat, er ist gar nicht davon ausgegangen, dass der junge Mann lange im Wasser ist. Das ist ein guter Schwimmer. Er hat auch gar nicht so weit darüber nachgedacht. Wir haben ein Vorsatzproblem und der Vorsatz bezieht sich lediglich bei ihm auf die einfache Körperverletzung. Das heißt, ich beantrage ein Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen, die im Grunde ja auch durch die erlittene Haft mittlerweile einigermaßen kompensiert werden kann. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Herr Gabert, Sie haben beide Anträge gehört. Wollen Sie was dazu noch sagen? Sie haben das letzte Wort. Ja, also zum einen, Babsi, das tut mir leid, dass du jetzt Probleme hattest wegen mir. Ich wollte nicht, dass jemand anders irgendwie in Verdacht gerät. Ich hatte halt einfach gehofft, ich werde vielleicht aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und zum anderen würde ich gern um eine Strafe in einer Höhe bitten, die es mir erlauben würde, morgen wieder im Finanzamt zu arbeiten, sozusagen. Gut, dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Michael Gabert ist schuldig des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Paragraphen 211, 223, 224 Absatz 1 Nummer 5, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Dann geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Kiel vom 4.9.2007 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Herr Verteidiger, Sie haben gesagt, mein Mandant ist ganz harmlos. Der ist nicht harmlos. Der hat nicht gelernt, mit Situationen gewaltfrei umzugehen, bei denen nicht alles nach seinem Willen läuft. Sei es, dass seine Mutter mit dem Lebensgefährten ein Dinner zu zweit genießen will, da wischt er einfach alles vom Tisch. Oder sei es, dass ein Schürzenjäger sich an die Angebetete Lisa Brunner heranmachen will, da stößt er den Konkurrenten einfach ins Meer. Und Sie sagten ritterlich benommen. Vielleicht hat er ritterlich gedacht, weil es ihm auch darum ging,
ihr eine Enttäuschung zu ersparen. Aber er wollte ihn eben auch loshaben. Und damit sind wir bei der Frage, war das eine einfache Körperverletzung oder ein versuchter Mord? Was haben Sie denn gedacht, was mit dem passieren würde? Auf hoher See, 3 Seemeilen von der Insel entfernt, mitten in der Nacht. Haben Sie gedacht, der hat ein aufblasbares Rettungsboot in der Hosentasche? Oder es kommt irgendwann mitten in der Nacht ein Tretboot vorbei? Wer sowas tut, der weiß, dass der andere sterben kann. Und dann sind sie noch auf und ab gelaufen an der Reling, haben überhaupt nichts unternommen, haben nichts gesagt, niemanden auf dem Boot. Da war ihnen klar, irgendwann besteht die große Gefahr, dass er völlig entkräftet ertrinkt. Das ist ein versuchter Mord aus niedrigen Beweggründen und noch dazu heimtückisch gehandelt. Wir sind trotzdem der Meinung, dass hier eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten ausreichend ist. Sie sind bisher ein unbescholtener Bürger. Wir sehen Ihre ganze schwierige familiäre Situation und Sie haben ein Geständnis abgelegt, als Sie realisiert haben, dass hier die Gefahr besteht, dass jemand völlig unschuldiger, nämlich die Frau Vollmer, in die Sache mit reingerät. Und das war vielleicht dann am Ende dann doch noch das Zeichen, dass ein ritterlicher Kern in Ihnen schlummert. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ja, Ihr Verteidiger wird Sie insoweit beraten. Das war es natürlich mit dem Staatsdienst, aber auch mit dem Hotel Mama. Ja, vielleicht, Herr Riedl, zum Schluss noch an Sie. So ein Boot ist halt nun mal kein Jagdrevier und eine Frau ist natürlich kein jagdbares Wild normalerweise. Vielleicht sollten Sie eher Angeln anfangen. Ja? Erstens wird man da ein bisschen ruhiger und zum Zweiten müssten Sie da nicht so viele Frauen enttäuschen unter Anglern. Da ist es nämlich völlig normal, dass man auch mit dicken Fischen prahlt, die einem gar nicht ins Netz gegangen sind. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen.